Okay, das war grandios. Warum wird ein Schrottplatz von einer kompletten Armee bewacht? Habt ihr die Drogen gesehen? Welche Drogen? Die Wagen. Herzlichen Glückwunsch. Sie zerlegen gestohlene Autos, packen sie voller Drogen, setzen sie wieder zusammen. Und dann verkaufen sie ans Autohaus. Mann, hätte von mir sein können. Das ist Kangs Autohaus. Die Züge liefern die gestohlenen Wagen an, von überall her. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorst-Leuten. Dorst-Leute? Echt jetzt? Die Züge werden neben Kangs Werkstatt ausgeladen. Ja, ist gar nicht so weit. Sehen wir es uns an? Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Klar, warum nicht? War ja auch ein ruhiger Tag bisher. Sehen wir es uns an und damit nochmal willkommen zurück zu Battlefield Hardline. Bevorzugt dann doch eher die Sniper. Gute Erfahrung mitgemacht. Okay, das hier ist die Schaltzentrale. Wehe, wenn sich das nicht lohnt. Solange wir Dorst damit schaden, lohnt es sich. Also, wer ist dieser Kang? Er hat Downtown LA in der Hand, steckt gerne Leute in Schrottpressen, hat eine geile Braut, zahlt gut. Außer der Sache mit der Schrottpresse scheint das gut zu sein. Außerdem leitet er Dorst Geschäfte in LA. Wenn wir den ausschalten, hat Dorst hier niemanden mehr. Bin ich mal gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Da drüben. Entladen Dorst Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na, dann sagen wir mal Hallo. Können wir hier ausschalten? Ich wäre für ja. Nee, hit ernsthaft. Da oben ist er! Hit bei der Entfernung ist ach, egal. Ich gehe rein. Ja, geh du mal rein. Genau, das ist mal ein Plan, dass er anders als ich reingeht. Er macht es ja doch nicht. Da, da drüben. Nee, ich will schon wieder eine Minigun. Was ist denn die Möglichkeit? Ja, bleib drinnen, okay, wenn du das nicht okay. Komm, geh zu. Schnappt ihn! Ach, bin noch mitgenommen. Sehr schön. Ging er eigentlich wieder hoch? Normal ja schon, aber guck mal so, als würden sie es nicht wieder aufbringen. Wo ist denn der Mini? Da ist die Minigun. Hey, da! Wo ist der hin? Alles klar, Jungs. Wo steckt der? Oh, ganz ruhig jetzt. Das ist ja cool, sich jetzt da ist. Was zum Teufel? Warum? Mehr als jetzt? Wo ist der? Da ist der! Bitte flieg in die Luft, du scheiß Kackwasser. Hey! Nee, natürlich nicht. Bei meinem Glück. Schnappt euch den Bastard! Los jetzt! Ist er das Büro? Oh Mann, geiles Nabel, oder? Hey, hier! Da ist der! Ruhig bleiben! Haltet ihn auf! Oh, fuck! Das war verdammt knapp. Darf man Medikit auch nicht vergessen. Da ist der! Hat ja nichts gebracht. Oh Gott. Oh Gott! Nein! Scheiße, ich wollte gerade Medikit aushauen.
Ja, das läuft doch schon viel besser. Mal schauen, wie das diesmal läuft. Was ist hier los? Weiß ich auch nicht, was hier los ist. War ich wohl ein bisschen zu laut. Ah, das ist in bester Ordnung. Mal da ganz leise die Tür zu. Nicht mal umziehen, sowas Blödes. Sowas Blödes aber auch. Donuts. Können ja nur Cops hier sein in der Gegend. Ist ja völlig klar. Versuche mal unentdeckt zu bleiben, aber ich denke mal, das wird mir nicht gelingen. Mal schauen. Alter, diese Musik dabei, das ist schon heftig. Das ist echt die Nerven bei. Hallöchen. Soweit alles klar bei euch. Hier rein. Nee. Ich soll mir gerade was untersuchen. Bin mir nicht ganz sicher wo. Irgendwo in der Karre hier. Nee. Ach, keine Ahnung. Lassen wir das erstmal. Alter, ich hätte gar nicht mehr gesehen. Was haben wir denn hier vorne überhaupt noch? Haben wir mich jetzt ernsthaft deswegen gesehen? Das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Schießerei, glaube ich. Bin gleich hinter dir. Ich da drüben nach! Er ist hier nach hier drüben! Okay, jedes Tag. Ist erledigt. Er darf nicht entkommen! Was? Der hat mich erledigt? Okay. War zwar ungewollt, aber gut. Schießerei geht man immer einfach so drauf. Das ist nun mal so. Schießt man einfach wild um sich, ne? Ich habe einfach auf irgendwen gezielt und da war es anscheinend. Laut Aussage von Mendoza. Ob das denn stimmt, ist die andere Frage. Ist er das hier? Ich glaube ja. Irgendwas Wertvolles, ich weiß es nicht. Hier ist die spannende Musik vorbei. Irgendwas muss jetzt kommen. Abgesehen von dem Soundbug. Ah, guck an. Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketballprofi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon! Oh oh. Hey, Tyson, ich bin nicht blind. Und was machst du denn da? Los, ich hab's noch gleich gescheit. Willst du mal da aussteigen? Es gibt eine Staubwolke, sag ich dir. Nach hinten und schieben. Raus da! Scheiße! Oh shit.
Oh Mann. Sehr geil. Ha ha.